In diesem Video zeige ich euch meine Top 10 Disney Sommeroutfits. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, in diesem Video zeige ich euch ja meine Top 10 Disney Sommeroutfits. Ich habe einige Nachrichten bekommen und wurde gefragt, ob ich das nicht mal filmen kann, meine Top 10 Sommeroutfits 2021 fürs Disneyland. Und ich habe mir 10 Outfits rausgesucht. Ich hätte wahrscheinlich noch doppelt so viele, dreimal so viele raussuchen können. Aber ich habe euch versucht, einen guten Mix darzustellen. Also wir haben natürlich was mit Disney-Kleidung, also wo das Disney-Muster oder was von Disney auf der Kleidung ist. Aber ich habe auch ein Bounding dabei, ich habe aber auch Sachen dabei, die jetzt vielleicht nur Disney-Accessoires haben, aber das Kleidungsstück selbst nichts mit Disney zu tun hat. Röcke, Shorts, Kleider, wie gesagt, alles dabei, ein guter Mix. Ich wollte jetzt nicht meine Lieblings, ihr kennt sie alle, aber eins habe ich, meine Lieblingsröcke von Stitch Loungefly, Stitch Dingeling Shop. Stitch OP bei Loungefly. Davon habe ich ja mittlerweile, glaube ich, 4 oder 5 Röcke. Und im Prinzip hätte ich dann schon 5 Outfits gehabt für den Sommer. Aber das wäre ja zu einfach gewesen. Und ich möchte euch natürlich inspirieren für eure nächsten Trips, dass ihr euch vielleicht das ein oder anderen Tipp, das eine, ein oder andere Outfit abschaut. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Ach, und übrigens brauche ich auch eure Hilfe, denn wie ihr wisst, bin ich nächstes Wochenende im Disneyland und für Sonntag, das Wetter soll noch, sieht noch gut aus, habe ich noch kein Outfit, also ich habe Outfits, aber ich kann mich nicht entscheiden. Ich bräuchte gefühlt noch 5 Tage mehr, um all diese Outfits, die ich eigentlich gerne anziehen würde, anzuziehen. Deswegen kommentiert gerne unten, welches Outfit euch am besten gefällt. Und auch welches ich am Sonntag anziehen soll. Ich sag euch, was ich schon mal anhatte, was eher ausgeschlossen ist, aber trotzdem eins meiner Lieblingsoutfits ist. Aber und ich sag euch, welches in meine Sonntagsfavoriten wandert. Genau. Ja, eben schon erwähnt, die Röcke. Und das Outfit, was ich jetzt zeige, werde ich tatsächlich am Freitag anziehen. Es wird auch kein Packvideo dieses Mal geben für den Trip, denn es sind einige Sachen dabei für den Trip, die ich euch nicht zeigen kann, da Daniel ja Geburtstag hat und ich einiges mitnehme für den Geburtstag. Deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Aber das Outfit werde ich am Freitag anziehen. Und zwar, übrigens habe ich Try-Ons gedreht und ihr seht die auch in voller Größe ja, zu den Outfits, damit ihr das auch schön erkennen könnt. Ja, erstes Outfit ist dieser Stitch Chopé bei Loungefly Rock mit dem Aurora-Schloss von Dornröschen und den 3 guten Feen von ihr. Ich liebe diesen Rock und ich hatte, wie gesagt, ich hatte ihn noch nicht an im Park. Also, das ist der Rock. Dazu passend habe ich mir jetzt bei C&A ein T-Shirt bestellt, das gibt es auch gerade noch, mit Aurora drauf und die Sleeping Beauty drauf. Ich habe jetzt hier M und es passt perfekt zu dem Rock. Ich hatte nämlich noch kein Aurora-T-Shirt und zu dem Rock passt es wirklich super und ich liebe es. Ja, wie gesagt, gibt es gerade noch bei C&A. Habt ihr auch noch nicht gesehen, weil das kommt dann im Juli-Haul dran. Dazu einfach ganz normal rosane Ohren. Eine rosane Tasche. Ich habe jetzt nämlich keine spezielle Dornröschen-Aurora-Tasche. Muss ich vielleicht mal zulegen als Umhängetasche, aber sonst wird es einfach hier diese rosane Umhängetasche. Passt auch ganz schön viel rein. Und wir wissen, dass es ja manchmal im Sommer etwas kühler sein kann oder gerade jetzt der Sommer ist jetzt nicht der Hochsommer. Deswegen habe ich noch eine Jeansjacke, die ich auf jeden Fall mitnehme, weil wir fahren ja auf Freitag sehr früh los. Ich muss hier um 5 Uhr morgens los und da ist es ja auch noch sehr kalt. Deswegen ziehe ich noch die Jeansjacke drüber. Das ist die von EMP. Die gibt es aktuell auch noch. Die Aurora Jeansjacke. Hinten steht Once Upon a Time. Once Upon a Dream. Nicht Once Upon a Time. Das ist die Serie auf Disney+. Genau, mit Aurora. Und hier an der Seite habt ihr so kleine Rosen.
sehr detailverliebt. Deswegen, ja, die Jacke dann zu dem Outfit. Übrigens, Schuhe technisch habe ich jetzt nicht für jedes Outfit nur extra Schuhe mir rausgesucht. Ich würde eigentlich, bis auf ein Outfit, würde ich zu jedem Outfit einfach weiße Chucks, weiße Turnschuhe anziehen. Das könnt ihr euch dann aber selbst dann zusammenstellen. Aber ich bin ein Fan von weißen Chucks oder weißen Turnschuhen generell und die passen eigentlich immer. Deswegen habe ich jetzt nicht noch spezielle Schuhe dazu rausgesucht. Kommen wir zur Outfit Nummer 2. Das hatte ich bereits letztes Jahr im Park an, also auch nicht in die engere Auswahl am Sonntag. Ich kann euch das Kleid jetzt sehr schlecht zeigen. Es ist halt ein schwarzes, langes Kleid. Aber ihr seht es ja im Try-On und wer meine Vlogs von letztem Jahr kennt und auch die Fotos von Instagram, kennt dieses Kleid. Das ist ausgeschnitten an der Taille und am Rücken und hat einen ganz, ganz langen Schlitz. Und ich liebe dieses schwarze Kleid unfassbar. Also ich mag es und es soll einfach aber nur darstellen für euch, ein einfaches schwarzes Kleid reicht auch. Und wenn ihr die passenden Accessoires habt, dann macht es trotzdem ein sehr schönes Disney-Outfit. Und zwar habe ich hier diesen Hut dazu, kombiniert von Roses and Thorn irgendwas. Also ich packe euch die Links zu den Sachen, die ich noch finden kann, irgendwo im Internet zu den Klamotten, packe ich euch gerne unten in die Infobox. Wie gesagt, den Hut, den gibt es auf jeden Fall noch zu bestellen über Etsy. Und auch mittlerweile gibt es auch den in verschiedenen Farben. Aber zu dem Kleid passt halt dieser schwarze Hut super. Und wie gesagt, das hatte ich auch letztes Jahr an. Aber letztes Jahr hatte ich die Tasche noch nicht. Die habe ich nämlich erst dieses Jahr gekauft. Aber ich finde, die passt perfekt zu diesem schwarzen Strand-Beach-Outfit. Finde ich perfekt. Und deswegen, ja, würde ich dazu jetzt diese Tasche kombinieren. Letztes Jahr hatte ich eine andere Tasche. Und zu diesem Outfit, das ist ja das eins, bei dem Outfit würde ich jetzt keine weißen Chucks anziehen. Da würde ich jetzt mir schwarze Sandalen anziehen. Aber ich bin bei Sandalen immer sehr skeptisch im Park, da ja, ich Angst hätte, dass sie sehr unbequem sind. Aber die ich letztes Jahr anhatte zu dem Kleid, waren bequem, konnte man anziehen. Deswegen zu dem Outfit würde ich jetzt nicht unbedingt weiße Chucks anziehen, sondern halt irgendwie schwarze Sandalen, weil es halt so ein bisschen beachy ist. Aber ja, liebe es, das Outfit. Kommen wir zu dem Bound-Outfit. Das hatte ich so in der Art schon mal letztes Jahr im Phantasialand an und wurde auch sofort immer erkannt als Pocahontas. Und das gehört jetzt zu den Outfits, die ich mir, für Sonntag in der engeren Auswahl sind. Also ich habe mir letztes Jahr einfach ein braunes Kleid gekauft bei Zalando. So sieht das aus, ist nichts Spektakuläres, aber hat schon so die Farbe bisschen von Pocahontas. Dazu kombiniere ich, wo ist sie? Natürlich, das muss sein, diese türkisfarbene Kugelkette. Das ist ja ne, das Pocahontas-Zeichen sozusagen. Also wenn das nicht da wäre, finde ich, dann wird was fehlen. Also ne, so eine türkisene Kette. Dann habe ich hier so ein Kopfband mit Federn. Also ich ziehe keine Ohren dazu an, sondern hier so ein Kopfband. Und dann binde ich mir das hier so rum. Und dann hat das auch was sehr Pocahontas-lastiges, haftiges. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Und ja, dann kommen natürlich auch die Key-Accessoires, die es nochmal darstellen. Also wenn ihr einfach normale Kleider habt, zum Beispiel wie jetzt hier, das ist braune. Oder sagen wir mal, ihr habt ein rosanes Kleid für Aurora, habt aber eine Aurora-Tasche oder Rucksack. Dann macht es dieses Bound dann perfekt, weil man dann dadurch sofort erkennt, dass sie Aurora darstellt. Und durch meine Tasche hier erkennt man natürlich sofort, dass es Pocahontas darstellen soll. Die hat auch hinten dieses Braun, ist nicht ganz dasselbe Braun, aber passt, finde ich, super dazu. Und seit neuestem habe ich ja auch den Meko-Rucksack. Und wenn das nicht die perfekte Kombi wäre, ja, ich finde es wirklich super schön. Es gibt auch einen Fotospot, also einen Magic Shot mit Pocahontas, ich glaube Meko und so, im Frontierland, ich weiß nicht. Bei dem Magic Shot dieses Jahr ist ja eher so ein bisschen chaotisch. Aber das wäre natürlich mega cool. Und ja, das, wie gesagt, hatte ich letztes Jahr schon mal im Phantasialand an. Ich wurde auch echt häufig als Pocahontas erkannt. Und ja, wie gesagt, das ist in die engere Auswahl für Sonntag.
Ein weiteres Outfit, was in die engere Auswahl für Sonntag kommt, ist ein bisschen American Schulmädchen-Style, würde ich jetzt mal behaupten. Das hatte ich im Instagram-Museum an und das war eigentlich nur so ein Backup-Outfit. Dachte ich, ach komm, nimmst du mal mit. Aber als ich es dann angezogen habe, dachte ich, das sieht schon cool aus. Ihr kennt den Rock. Ich weiß nicht, ob es den noch bei Shop Disney gibt. Diesen Mickey Jeans Rock. Ihr könntet natürlich auch einen normalen Jeans Rock nehmen. Oder eine Shorts würde auch gehen. Also einfach irgendwas Jeansiges untenrum. Und obenrum einfach eine weiße Bluse. Ich habe hier auch eine, also es ist eine ganz normale weiße Bluse, die ich aber dann sehr hoch zugebunden habe. Das heißt, dass man ein bisschen Bauch sieht, aber ich mag diesen Style, dass man so ein bisschen Taille, also bei mir ist es eigentlich auch eher die Taille, die man sieht, nicht der Bauch. Der ist gut verdeckt, aber die Taille, also ich muss sagen, ich mag ja meine Taille, die ist schon sehr schmal und deswegen betone ich sie auch gerne. Also, und das Outfit hat mir so gut gefallen auf Anhieb, dass es auch in die engere Auswahl für Sonntag kommt. Also wie gesagt, einfach eine weiße Bluse zugebunden. Ich habe sie auch einfach alle Knöpfe offen gelassen und dann zugebunden. Macht es natürlich sehr freizügig. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr weniger Ausschnitt wollt, einen Knopf oben zumachen. Aber ich fand es mega. Und dazu dann die amerikanischen Ohren. Die habe ich ja letztes Mal im Sale gekauft, habt ihr auch im Haul gesehen. Und dann dazu diesen Rucksack, den hatte ich tatsächlich noch nie an, aus Disneyland Anaheim zum 65. Geburtstag. Übrigens hat ja Anaheim gestern 66. Geburtstag gefeiert. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Und ja, den würde ich dann dazu kombinieren. Wieder ein Outfit mit Jeans, diesmal aber mit einer Shorts. Das könnte man natürlich auch jetzt mit einem Rock kombinieren, aber ich wollte halt ein bisschen Vielfalt reinbringen und nicht nur Röcke zeigen. Also ich könnte eigentlich auch dazu einen Rock anziehen. Aber ja, um ein bisschen mehr Vielfalt reinzubringen. Also erstmal eine Jeans-Shorts. Dann das Fantasia-T-Shirt. Das habe ich bei Zalando mal bestellt. Ist von Pull & Bear. Genau. Vorne so, hinten so. Finde ich eigentlich echt cool, das T-Shirt. Und dazu würde ich die EMP Sorcerer-Ohren kombinieren. Es gibt auch im Park andere Ohren. Also ich habe, glaube ich, mittlerweile 2 oder 3 Mickey-Zauberer-Ohren. Aber ich würde jetzt die hier nehmen. Und dazu diese Umhängetasche. Ist jetzt nicht ganz der Stil, weil das ist ja so ein bisschen cooler. Und die ist auch schon so ein bisschen eleganter gehalten. Aber da ich gerne Umhängetaschen trage im Park, finde ich, ja, würde ich die jetzt einfach mitnehmen, weil wie gesagt, ich brauche entweder eine Bauchtasche oder eine Umhängetasche plus Rucksack. Das ist immer so meine Kombi, weil ich gerne meine griffbereiten Sachen wie Geld, Handys oder so immer in so eine Umhängetasche oder Bauchtaschen habe. Und den ganzen anderen Kram wie Trinken, Essen, Batterien, meine Kamera und etc. einfach im Rucksack habe. Ja, deswegen würde ich jetzt die hier dazu kombinieren und den Rucksack eventuell, wenn ich nicht so viel dabei habe. Das ist immer mein Problem. Ich muss dann immer mich reduzieren, was ich so mitnehme in den Park. Ein bisschen planen, weil wenn es warm ist natürlich, muss man auch viel Getränke mitnehmen. Und ja, dann wäre der Rucksack im Prinzip fast schon voll. Aber passt natürlich auch super zu dem Outfit. Aber das Outfit kommt jetzt nicht in meine sonntags engere Auswahl. Es ist einfach, ja, damit will ich auch einmal zeigen, mit einer Shorts und einem simplen Disney-T-Shirt und schönen Ohren könnt ihr euch auch ein ganz schönes sommerliches Disney-Outfit kreieren. Das Outfit, was ich euch jetzt zeige, hatte ich bereits beim letzten Trip an, vor einem Monat. Das habt ihr bestimmt auch in den Vlogs gesehen. Aber ich finde es so schön, dass ich das nochmal zeige. Einmal dieses hellblaue Cinderella-T-Shirt. Das habe ich letztes Jahr im Disney-Store in Paris gekauft. Das war im Sale. Hat aber irgendwie hier einen Fleck. Ich weiß auch nicht. Kriegt man irgendwie nicht mehr weg. Seht ihr das? Da ist so ein kleiner Fleck. Naja, so ist das manchmal. Dann dazu einen hellblauen Plissé-Rock. Also ich finde Plissé-Röcke super. Also ich bin ja seit letztem Jahr ungefähr so auf dem Plissé-Rock-Trip. Und da kann man auch super schöne Outfits damit kreieren. Also ich habe auch einen gelben Plissé-Rock mit einem Simba-T-Shirt und Simba-Ohren. Hat man ein super schönes Lion King Outfit
Und jetzt hier zu Cinderella, rosa mit dem Aurora-T-Shirt zum Beispiel von eben, mit einem rosa Plissé-Rock, rosa Ohren, hätte man ein super schönes Aurora-Outfit. Also ich finde, verschiedenfarbige Plissé-Röcke gehören bei mir immer in den Kleiderschrank jetzt mittlerweile. Dazu kombiniere ich die Disneyland-Ohren, sind das natürlich jetzt nicht die Cinderella-Ohren, aber ich finde farblich passen die sehr schön und die glitzern. Die gab es auch bei Shop Disney. Wenn es die noch gibt, wie gesagt, alles unten in der Infobox. Dann einfach eine hellblaue Bauchtasche würde ich dazu kombinieren, da ich habe, jetzt habe ich eine Cinderella-Tasche. Stimmt, die hätte ich auch dazu kombinieren können. Ja, aber ich musste mich ja entscheiden und das hatte ich, wie gesagt, bei dem Outfit an, was ich im Park anhatte. Aber ich habe ja mittlerweile eine sehr schöne Cinderella-Tasche bekommen, habt ihr im Haul letztes Mal gesehen, im Uni-Haul. Verlinke ich euch gerne nochmal bei dem i, wenn ihr mal reinschauen. Also die wird auch super dazu passen. Und ich habe noch so eine Cinderella-Tasche, aber da passt nichts rein. Das ist eher so für Fotos, so in Buchform. Ja, gab es mal bei Aldo letztes Jahr. Ja, und da dann, ne, wenn es wieder kälter wird morgens oder so, ne, kann man eine Jeansjacke noch da drüber ziehen. Da habe ich jetzt die Cinderella-Jeansjacke von EMP dazu kombiniert, mit Cinderella hinten. Never Stop Dreaming. Die hat hier auch diese Perlen. Das ist das Problem bei diesen Perlen ist, finde ich, wenn man offene Haare trägt. Die verheddern sich da drin und dann bleiben die da hängen. Also bei der Jacke würde ich eher geschlossene Haare empfehlen. Ja, aber eine sehr schöne Jacke und ich finde auch die Details so schön über den Knöpfen. Seht ihr das? Das ist eine Uhr. Ja. Das Outfit hatte ich ja wie gesagt schon mal an beim letzten Trip, deswegen kommt es nicht in die engere Auswahl für Sonntag. Jetzt kommt aber ein Outfit, was in die engere Auswahl für Sonntag kommt, wenn es warm wird. Also das Wetter schwankt ja jetzt täglich. Eben habe ich geguckt, da soll es wieder regnen am Sonntag. Gestern habe ich geguckt, da waren es noch 27 Grad mit Sonne. Naja, was ich jetzt zeige, das kennt ihr noch nicht. Das habe ich auch nicht im Haul gezeigt, weil das erst im Juli-Haul drankommt, weil ich es erst gekauft habe. Und es gibt das noch online bei C&A. Und ich bin ein bisschen verliebt in dieses Outfit. Und zwar ist das hier eine, wie haben sie es genannt, Skorts? Also es ist eine Mischung aus Rock und Shorts. Also es ist eine Shorts und vorne ist halt so ein Lappen noch drüber, dass es aussieht wie ein Rock. Ich habe mir jetzt hier 42 bestellt, weil 40 ein bisschen eng war, aber jetzt habe ich festgestellt, gestern beim Try-On, dass mir 42 schon etwas locker an der Taille ist. Deswegen habe ich mir jetzt noch 40 bestellt und behalte einfach beide. Kann dann zu- und abnehmen und dann immer das passende, die passenden Skorts anziehen. Und das ist das Unterteil. Und dann oben drüber hier diese Bluse, die passend dazu ist. Die ist jetzt auf den Bildern auch bei C&A etwas niedriger gebunden. Die ist auch ein bisschen, also die kann man über der Skorts sozusagen zubinden. Aber ich finde es schöner, wenn es über der Skort zusammengebunden wird. Das heißt, ich habe hier zwei Knöpfe aufgemacht und es dann zusammengebunden, damit man wieder ein bisschen Taille sieht bei mir. Ich finde das schöner. Und dazu würde ich einfach hier diese Ohren kombinieren. Die gab es bei Shop Disney. Und einfach eine schwarze Mickey-Tasche. Ist jetzt natürlich mit Fell. Nicht die perfekte perfekte Sommertasche. Aber ich finde, dazu sah es ganz cool aus. Ja, das Outfit hatte ich auch beim letzten Trip schon an. Deswegen kommt es nicht in die engere Auswahl. Einmal hier dieses weiße T-Shirt. Please return to Disneyland. Das hat so gut gepasst zur Wiedereröffnung am ersten Tag. Deswegen musste ich das anziehen. Dazu mein heiß geliebter, best investierte 7 Euro Shein-Rock. Ja, tatsächlich, dieser Rock hier, den habe ich so oft schon angehabt und ich liebe ihn. Und er hat tatsächlich nur 7 Euro gekostet. Aber er ist ein Allrounder. Also jetzt hier zum T-Shirt passt es super. Im Winter mit Strumpfhose und Spirit-Jersey. Es ist einfach ein Allrounder und meine Freundin sagt immer schon, du musst mal einen anderen schwarzen Rock anziehen, man sieht immer nur diesen einen Rock bei dir, aber ich liebe ihn einfach. Deswegen musste ich ihn euch ja nochmal zeigen. Also hier so ein, gibt's auch in, ich habe ihn auch in weiß und in rot, aber in weiß ist er sehr durchsichtig am Hintern und in rot, ja. Also der schwarze ist wirklich mein Lieblings-Allrounder und ja, dazu würde ich die Pastellohren kombinieren, gab es auch bei Shop Disney. Und hier diese Small World Minnie Mouse Man Attraction Collection Bauchtasche.
Die gab es ja letztes Jahr. Die findet ihr, wenn dann nur bei eBay, zu sehr hohen Preisen. Aber ich finde die, weil die hat auch so schöne Pastelltöne, finde ich, passt die sehr gut zu diesem Outfit. Ja, das vorletzte Outfit, das hatte ich letztes Jahr auch schon an im Park, als wir zur Wiedereröffnung da waren, die eine Woche. Und zwar diesen Aladdin Jumpsuit. Ich finde den so cool. Also mal gucken. Und den gibt es auch wieder, glaube ich, bei EMP, weil letztes Jahr war der kurzzeitig ausverkauft. Und ich mag diesen Haremshosen-Style, dieses immer in die Hose gemacht-Style. Ich mag das, weil es sehr bequem ist. Der ist off-shoulder, also man braucht einen trägerlosen BH. Und wenn es einem zu freizügig ist, kann man natürlich was drüber ziehen oder es zu kühl ist. Und da würde ich jetzt hier diese auch von EMP Prinzessinnen-Jeansjacke mit Jasmin drüber ziehen. A Whole New World steht da hinten drauf und es hat auch natürlich super schöne Details. Hier die Wunderlampe und auch die goldenen Knöpfe und so. Mal so gucken, genau. Ja, also passt super die Jacke dazu, zu dem Overall. Dazu natürlich die wunderschönen Aladdin-Ohren, die es mal im Disneyland gab. Und einfach eine schwarze Tasche. Also, ich hatte jetzt. Also im letzten Jahr hatte ich Jessies Tasche mir ausgeliehen, weil sie hat eine Aladdin- und eine Wunderlampe-Tasche gehabt. Habe ich mir natürlich ausgeliehen, aber ich selbst habe keine Tasche, die dazu passen würde, jetzt im Aladdin- oder Jasmin- oder so Style. Deswegen einfach eine schwarze Umhängetasche. Und das letzte Outfit, was bei mir in die engere Auswahl für Sonntag kommt, ist folgendes. Das hatte ich auch schon im Instagram-Museum an. Das heißt, wer mir auf Instagram folgt, hat es bereits gesehen. Aber ich finde es so schön und ich hatte es auch nicht im Park an. Und zwar diesen Rock, den hatte ich tatsächlich noch nie an. Aber ich habe mir letztes Jahr im August bestellt. Und bis er dann ankam, weil er kommt aus England, war schon wieder zu und Herbst. Deswegen, und das ist halt ein Sommerrock. Aber ich finde den so schön mit den Mickey-Ballons. Ihr könnt ihn auch immer noch bestellen. Das ist also eine private Person aus England. Die näht das dann für euch und dann schickt es euch. Aber denkt dran, mittlerweile aus England, da kommen die Zollgebühren drauf. Aber es ist wunderschöner Rock. Dazu einfach ein rosanes Oberteil. Es ist jetzt ein Body, weil ich es sehr praktisch finde mit Body, damit das nicht verrutscht. Und dazu würde ich die Food Eats Kollektion kombinieren. Es soll ja auch eigentlich irgendwann noch ein Food-T-Shirt im Disneyland geben mit den Lollipop-Ohren. Wann die rauskommen, weiß ich nicht. Das würde natürlich auch super dazu passen, weil ich glaube, ich mich zu erinnern, dass es auch rosa ist. Also, und deswegen dann dazu der super schöne Eats Rucksack von EMP, die Ohren und die Umhängetasche. Das ganz kleine Stück hier. Ja. Aber es sieht wirklich super aus. Und ja, das ist auf jeden Fall auch in der engeren Auswahl für Sonntag. Ja, meine Lieben, und das waren meine Top 10 Disney Sommer Outfits 2021. Nächstes Jahr werden es wahrscheinlich andere werden, weil ich bis dahin neue Outfits bekommen, kreiert habe oder mir ausgedacht habe. Aber gerne unten in die Kommentare schreiben, welches Outfit euch am besten gefallen hat, welches ihr vielleicht eventuell nachstylt und welches ich am Sonntag anziehen soll. Also ihr könnt da gerne mitentscheiden und dann schauen wir mal, was ich dann am Sonntag endgültig anziehe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns im Disneyland wieder. Bis dann. Ciao.